Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Endlich eine neue Aufnahmesession. Yay! So, wie sieht's aus? Ich bin gut genährt, das ist schön. Ich muss ein paar Sachen ablegen. Haben wir denn noch Platz für ein paar Sachen zum Ablegen? Oh Gott. Es gibt so viel Zeugs. Sehr viel Zeugs. Moment. Blutöl. Ich glaube, ich brauch mehr Schränke. Quarz. Ich glaube, für einen Schrank brauche ich wie viel Dingens? Ach ja, genau. Habe ich schon erzählt, dass es mit den Batterienwechseln jetzt funktioniert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ja, ich konnte alle Batterien auswechseln. Es war die Taste R gedrückt halten. Genau, R drücken. Und dann kann man hier auswählen zwischen den Batterien, die man im Inventar hat, um sie auszutauschen oder eben um zu gucken, wie viel Batterie und so weiter. Ne? Ja, also das funktioniert immerhin. So. Ich wollte gucken, wie viel ich für einen Schrank brauche. Ach ja, genau. Und übrigens heute... Hoppala. Heute gibt es... Hallo. Gib mir... Danke. Heute gibt es ein Glas. Heute gibt es lustige Hintergrundgeräusche. Deswegen ist der Ingame-Sound heute ein bisschen lauter, weil es ist einfach wieder so warm, dass ich das Fenster nicht zumachen möchte und ihr jetzt mit den Baustellengeräuschen leben müsst. Edgy, badgy. Ja. Nein. Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht die Welt, aber... Ja. Nur zur Info, ne? Ich will ja nicht dumm sterben lassen. Ich glaube, die Schränke baue ich echt hier in den Gang. Ansonsten sind sie irgendwie nur im Weg. Okay, danke. Flüpp. So. Ich glaube, einmal ganz kurz. Oh nein, nicht er, sondern... ich will einmal ganz kurz Organisches und Anorganisches trennen. Du bist organisch. Organisch. Organisch, 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 organisch. Lalala. Das ist Material, das würde ich drin lassen wollen. Okay. Schwupp. Lustigen Kreaturen. Was haben wir hier noch gleich? Du bist, glaube ich, du bist ein Bobble, also so ein Bobble-Hinternvieh. Du bist ein Sandhai und du bist... Warte mal, die gelben. Kann man das erkennen? Ich weiß es nicht. Das sind nämlich über die Glubschaugen aus den Höhlen. Das grüne. Was war das grüne nochmal? Das könnte ein von diesen fliegenden Dingern sein. Ist auch egal. Bö. Okay, Hauptsache hier ist. Du bist organisch. So, flüpp, aufgeräumt. Ich liebe es, wenn es aufgeräumt ist. Muhaha. Okay, können wir jetzt nochmal eben kurz was mampfen. Wir können uns ein Stückchen vom Baum abschneiden. Und wir können unsere Kartoffel nehmen. So. Und so. Noch ein Stück Baum. 10 Wasser und 3 Essen. Das ist wunderbar. Perfekt. Voll gefuttert. So, also mir wurde mehr als einmal gesagt, dass ich doch nochmal zu den alten Pots zurückgehen soll, um zu gucken, dass ich dann noch nichts vergesse. Das können wir gerne mal tun. Jetzt mit unserem Motto soll das Ganze auch recht fix gehen. Dann packe ich mir die mal da rein. Und zwar 4 und 3. Also 3 und 4. 6 und 7 können wir später nochmal gucken. Ja. Okay, Licht mit der Motto war natürlich Rechtsklick, ganz einfach. Das ist mir dann hinterher auch aufgefallen. Welcome aboard, Captain. Gut, fangen wir mit dem an. Ich hätte Batterien mitnehmen sollen. Ich halt, naja. Achso, halt, war das nicht sogar hier gewesen, wo ich noch was vergessen habe? Das kann sein. Wir können mal gucken, ob wir noch irgendwas finden hier. Aber ich glaube, hier war nur die Sache mit dem Counter hier, ne? Also mit dem, mit der Theke. Ja, ja, die Virenden. Ja, ich glaube, hier hatten wir alles. Das wird nicht. Hech. Gibt es zum Glück, ich glaube, fast alles an mehreren Stellen. Also wenn es zumindest um dekoratives Zeugs geht. Warum finde ich meine Seemotte nie wieder? Ich bin irgendwie immer ein bisschen... Da, mein Gott. Oink, 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 oink. Ja. Guten Tag. Tschüss.
Oink, oink. Miau. Wenn das nicht mehr so ruckeln würde, wäre es echt ein. Wäre es echt geil. Hui. Das sieht schon so cool aus. Ich liebe dieses Spiel. Schau mal, wenn ich dieses Spiel echt liebe. Ich liebe dieses Spiel. Komme ich hier durch? Meiner Motte? Sieht auch ziemlich cool aus. Viel Steinchen. Ja, hier komme ich durch. Sehr cool. Hui. Okay, ich habe übrigens dieses Blutgedöns habe ich angebaut, weil man kann ihn nämlich anbauen. Das heißt, ich habe jetzt diese Ranken auch im Garten stehen, neben unseren Seaweed-Dingern hier. Das ist auch cool, das wusste ich nicht, dass es geht. Und das ist super. Das ist super. Okay, also hier soll ich irgendwas vergessen haben. Und wir können ja trotzdem nochmal reinscannen. Oh, was ist das? Das sind nur verbrannte Stellen. Also, erstmal kurz in der Umgebung gucken. Oh, heute ist irgendwie ein bisschen weniger Frames als sonst. Komisch. Na, jetzt hat sie wieder gefangen. Was soll ich denn hier noch vergessen haben, bitte? Hier gibt's nichts zu holen. Dich habe ich bereits genommen. Zu scannen gibt es hier nichts. Okay, Kapsel 3 abgeschlossen. Ich finde hier nichts. Also ob die Kapseln oder... Oh, warte mal. Ist das ein Stück Dingens? Ein Stück Fahrzeugbucht. Cool. So. Oh Gott! Ah, nein! Das hat nicht passiert! Au, au, au! Oh, oh Gott. Fucking fuck, fucking die Fucke, die Fidi, Fadi, Fuck. Fuck. Hui! Alter, wenn sich da so ganz Körpergänsehaut einstellt, ist schon echt mies. Uah, diese Viecher, also ich sag euch, ne? Dieses Spiel ist unglaublich gut gemacht, was das Aussehen und das Sounddesign angeht. Also es ist einfach, man fühlt wirklich mit. Also diese Viecher sind teilweise unglaublich fies. Aber dass jetzt gerade ran teleportiert ist, war echt gemein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Puh. Jesus Christ. Gut, jetzt wissen wir auch, wie das Ding aussieht, ne? Ja, hier mal alles mitnehmen auf jeden Fall. Vielleicht jede Todesanimation von jedem Vieh, Angriff und so. Oh Gott, ne, bloß nicht. Ich habe keinen Bock, dass mir so ein Tentakel Quallen Gehirnfisch ins Gesicht springt. Ohne Witz. Halt, Job, wo sind wir hier? Oh oh, das ist keine gute Idee. Nein, 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 nein. Nope. Nope. Nope, 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 nope. Ich lasse mir garantiert nicht meine Motte von dem blöden Leviathan klauen. Ich bin nicht lebensmüde. Danke. Tschüss. So, hier haben wir das rote Biom. Oh Gott, ich habe vergessen zu gucken, wo es die blöde Moon, den blöden Moonpool gibt. Übrigens, das heißt Moonpool, ist mir wieder aufgefallen. Moonpool. Habe ich hier irgendwo was vergessen? Möglich. Und das Schweißgerät, ne? Hey! Hallo! Bist du doof? Kannst du das mal sein lassen? Knabbertern am Schiff. So. Hier ist gerade nicht so viel zu scannen. Wir gehen alles durch. Was bist du? Batterieladestationsfragment. Habe ich die Dingens schon? Ja, ne? Die andere Ladestation für die Zellen habe ich, meine ich auch. Das ist der Ajebeje. Also der Mülleimer. Basis-Bioreaktor. Ach, den habe ich doch schon. Das Scannen von normalen Pflanzen und Co., von den Pilzen und so weiter, bringt übrigens eigentlich nichts, aber ich mag es gerne. Dann hat man nämlich immer alles erforscht. Man kann auch dann Sachen nachlesen, zum Beispiel, was sie machen. So weiter. Das ist auch ein Seemottenfragment. Hier gibt es nur Fragmente. Und die sind ganz hübsch. Denn man kann sich inzwischen fast von allen Pflanzen Samples mitnehmen und die in dann die Pflanzenpötte packen. Was ich auch ziemlich cool finde, so als Deko. Denn ihr wisst ja, ich stehe auf Deko. 30 Sekunden. Ja, ja, ja. Sofort. Ich gehe ja schon. Oh, oh, leck. Hopp. So. Ach ja, genau. Wir müssen noch mehr Fragmente. Davon ist noch eine Tür oder so. Mehr Fragmente vom Dingens finden. Ist voll. Au, knack.
du bist bloß eine rausgesprengte Tür. So, mal kurz hier durchschwimmen. Oh. Batterieleiter zu verbrennen. Ja, habe ich auch schon. Hier war irgendwas drin gewesen, was ich mir, glaube ich, mitgenommen hatte, oder? Warte. Ich glaube schon. Gut. Naja. So viel zu sehen gibt es hier nicht. Und noch ein Gabelstapel, aber den konnte man nicht scannen. Nein. So, wir müssen mal in diesen Dingens. Wie heißt er? Deep Dingens. Was? Wow. Die sind neu. Was haben wir da? Oh, das ist ein Stück vom Dingens. Das sind mehrere Stücke vom Dingens. Oh, Jesus, yes. Ja, Mann. Ach, verdammt, Brücke haben wir schon. Fliegende Steine. Hülle. Oh, ja. Geilomatico. Gut, Brücke habe ich fertig. Hülle. Wo ich denn noch? Hier ist noch ein Stück Hülle. Ja, genau, hier wollte ich hin. Ganz genau, hier wollte ich hin. Das war jetzt Zufall, dass ich hier gelandet bin, aber gut. Ich mag Zufälle. Was bist du? Du bist Lithium. Oh, oh, oh. Hülle, Hülle, Hülle. Jawohl. Jetzt fehlt nur noch der Antrieb, ne? Yes. Dankeschön. Oh yeah, wir haben die Hülle fertig. Jetzt fehlt nur noch der Antrieb und dann... Yay. Schwebende Steine, die sind fies. So, gibt es hier irgendwas Neues? Die kleinen Rauchendinger, die... Oh, guck mal, da schwebt direkt ein Ei. Will ich es mitnehmen? Eigentlich schon. Okay, und dieser... Oh, sagten mir, dass die... Ah, geh weg. Oh, du bist schon ziemlich eklig eigentlich vom Nahen. Dass die Viecher mit dem Trail hinten dran wohl doch irgendwie wichtig sind. Für die Geschichte hat dann jemand geschrieben gehabt. Höhle habe ich schon, danke. Die Biomasse in dieser Gegend wird von pflanzlichem Leben dominiert. Empfange schwache Signatur von Altera-Technologie. Okay. Das klingt doch vielversprechend. Aber ja, ich habe auch gesehen, dass die Viecher mit den grünen Punkten irgendwie halt eine Krankheit haben und infiziert sind. Und wir konnten uns ja auch jetzt selbst scannen. Und das sagt ja auch immer irgendwas von wegen, da ist irgendwas, was da eventuell nicht hingehört. So, erstmal kurz, ja, scannen, weil wir es können. Und zur Information, ihr kennt ja das, den Spruch hier, ne, Business macht und so. What? Deswegen einfach mal, hallo, Quallenrochen, bleib hier, ich will dich scannen. Dann nehme ich die halt. Wipp. Ist ja schon eigentlich ein bisschen eklig, ja, ja. Eigentlich schon. Bitte? 30 seconds. Ja. Hat da gerade jemand gemacht? Das klang witzig. Interessant. Ich weiß nicht. Vorsicht! Gegenverkehr. Du bist Vehikelbucht? Bist du Vehikel? Ja, ne? Nee. Brücke, nee, Brücke habe ich doch. Habe ich Brücke? Ich habe Brücke, ne? Brücke habe ich, ja. Oh, guck mal, so ein großes Silizium-Vorkommen. Bist du Silizium? Lithium, nicht Silizium. Lithium. Lithium. Oh, was ist das Cooles? Davon ist auch eine Brücke habe ich ja schon. Und Hülle auch. Was bist du? Kupfer. Riesenkupfer, cool. Muss man herausfinden, wie ich die nutzen kann. Hülle, Hülle. Habe ich fertig. Ich brauche nur noch Antrieb. So, wir könnten mal in den Wald reinfahren und gucken, was wir da noch finden können. Welcome aboard, Captain. Yo. Vorsichtig, weil hier gerne alles aufplöppt und man gerne mal ein Stück Baum im Gesicht kleben hat. Von jetzt auf gleich. Aber hier gibt es weniger Viecher als vorher, kann das sein? Hier gab es doch vorher auch immer böse Viecher, vor allem Sandhaie und so. Scheiße, nee, nicht Sandhaie, sondern die anderen Dinger, die nach Sandhaie kommt, kommen. Vergessen, wie sie heißen. Gut. Ist schon ein krasses Biom, also es sieht schon echt erstaunlich aus.
Welche Höhe haben wir? Sind bald unten angekommen. So Maximaltiefe. Da vorne ist wieder... Was ist da vorne? War nicht gerade ein Vulkan? Oh, wir sind schon an den Pinöpels angekommen. Ist das ein Wind? Oder was soll das sein? Da vorne sind so die Dinger. Die meinte ich. Okay, wir müssen aber hier runter. Auch noch. Am besten vielleicht irgendwo, wo die Viecher nicht so präsent sind. Die wohnen halt hier, ist das Problem. Oh oh. Oh nein, oh scheiße, dann hier sind die ekligen Viecher, ne? Da. Oh! Ein ganz schön großes Fragment. Okay. Noch viele von denen. Okay, ja, gucken wir mal. So. Empfange vulkanische Aktivitäten und mehrere ungewöhnliche elektromagnetische Signaturen in der Region. Vorsicht beim tiefer Tauchen. Okay. Gut, kurz abchecken. Ist hier irgendwas ganz Fieses? Da sind neue Viecher, die ich noch nicht kenne, oder? Oh nein, sind die Hypnoviecher wieder. Oh nein. Was ist das? Ach, das ist ein... Das ist so ein Blitzdingsei. Oh, das will ich eigentlich haben. Da vorne. Da sind sie. Oh, so ein Ding muss ich haben. Wenn ich schnell bin. Wenn ich ganz schnell bin. Oh, Entschuldigung. Yes. Huiuiuiuiui. Okay. Wenn ich schnell bin. Mit Scannen. Oh, guck mal, sind noch Beete. Scannerraum. Oh yeah, Scannerraum. Ja, danke. Zwerglampenbusch. Witzig. Gut, kurz scanny. Noch muss mir die komischen Hypnoseviecher nicht in die Quere kommen. Oh Gott, ich hätte mir eine Taschenlampe craften sollen. Ich Idiot. Oh, diese Geräusche machen mich ganz kirre. Mittelgroßer Lampenbusch. Busch. Oh, es ist so dunkel. Oh Gott, es leuchtet alles. Alles leuchtet. Die machen wir hier im Boot hoffentlich nichts. Die Hypnoviecher sind echt mies. Okay. Ein Fragmentteil. Ich hab nichts gemacht. Ich war das nicht. Ich schwöre. Okay. Oh Gott, dreh. Jetzt ist mir schwindelig. Komm ich hier rein? Nö, ne? Hier rein? Auch nicht. Ich brauche halt noch ein Fragment für den Scannerraum. Bitte. Ob ich hier vorne reinschwimmen kann, ohne dass mich irgendwas frisst? Ich hoffe doch. No risk, no fun! Hallo! Scannerraumfragment? Yeah! Boop! Jetzt hier lang. Oh Gott. Oh, Flutlicht. Nice. Ach stimmt, die gibt's ja auch noch neu. Nice, nice. Was ist das alles für... Oh, oh. Aha. Normaler Pflanzentopf. Ein neuer Pflanzentopf. Datenbox, please. Okay.
nichts übersehen hier. Wahrscheinlich übersehe ich wieder 1000 Sachen, aber es ist okay. Oh, Starte. Habe ich es schon? Eigentlich ja, ne? Habe ich? Habe ich. Okay. So ein Zettel soll das sein. Okay, gut. No Signal. Oh, kann ich irgendwas klauen? Nein? Ach, schade. Ich dachte, ich könnte irgendwelche Upgrades klauen. Das wäre cool. Ich hätte mir eine verdammte Taschenlampe craften sollen. Hätte, hätte. Fahrradkelle. Gut. Da ist der Vulkan, da ist so ein Vieh. Das sieht aber gerade relativ friedlich aus, im Sinne von, es kommt jetzt nicht extra zu mir, um mich fertig zu machen. Mich und meine Freunde. So, nochmal von hinten gucken, ob hier noch irgendwas offen ist. Nö. So, dann sollte ich jetzt eigentlich alles haben hier, ne? Also, das, was ich bisher sehen konnte. Ich sollte das Ding mal lesen, wa? Datenbank. Technologie. Energie. Bioreaktor. Nee, Unterwasser. Wo steht denn das? Oder Sprachaufzeichnung? Eigentlich nicht. Ausrüstung? Schubkanone? Straßengewehr? Ja. Ja. Hä? Viele Pflanzen, ich weiß. Aber... wo ist denn das, was ich bekommen habe? Ist das im Inventar? Nö. Oh, ich habe so ein cooles. Oh, ich habe so ein. Ja! Ich muss endlich diesen blöden Raum finden. Den Dingens hier, wie heißt's? Artefakte, Rettungskapsel. Gelöschtes, losgelöstes Wrackteil. Ist das das? Ja, es ist die Schicht des Materials, sind oxidiert, was darauf deutet, dass es über 1200 Grad Celsius erhitzt wurde. Dieses Muster ist mit dem Zerfall der Hülle während des Eintritts in die Atmosphäre vereinbar. Die inneren Schichten enthalten genug verbleibendes Titan, um am Fabriktor zurückgewonnen zu werden. Okay. Hoppala. So, ich muss langsam nach Hause. Ich habe irgendwie Hunger. Was gab es jetzt noch neu? Ach so, die ganzen Einzelteile, ja. Oh, was ist das? Ach, der Scannerraum und dann Upgrades. Ja. Nicht mehr viel. Nur noch Dingens, der Antrieb. Und dann haben wir das auch geschafft. Muhaha. Scannerraum. Hier wackelt wieder alles. Flutlicht. Kleiner Pflanzentopf. Und Bank. Ich habe schon länger die Bank, oder nicht? Oh. Keine Ahnung. Was bist du für ein Vieh? Ach, du bist so ein Augendings. Das sah ganz anders aus. Ein Augendings. Ist auch gut. Da ist eine Kiste. Bist du eine Kiste? Soll ich mich trauen? Ich trau mich. Du bist Info. Noch besser. Was bist du für ein Tier? Ach, du bist der Glubscher. Wärmereaktor. Nice, was bist du? Bist du Sandstein? Achso, die kann ich mal scannen, damit es mir nicht wieder angezeigt wird. Gold. Ich brauche einen Diamanten. Oh, ich habe vergessen zu gucken, wo es den Diamanten gibt. Also woraus man den extrahieren tut. Da ist ein Hypnosevieh. Nicht hingucken. Was bist du? Du bist gar nichts. Okay. Da ist ein Dingens. Nicht hingucken. Hypnose, Hypnose. 30 Sekunden. Ja. Alles gut. Weil ich habe nämlich gerne immer so als, was mir jetzt einfällt, zu den Kreaturen, das große Aquarium hätte ich gerne voll mit allen möglichen bösartigen Viechern. Also von jedem Typ quasi mindestens eins. Das ist immer ganz witzig, dann diese, die eigentlich gigantisch großen Viecher dann in diesem kleinen Tank zu haben, weil die auch klein bleiben. Das ist immer super witzig. Und macht Spaß. Die Glyptos sind infiziert, ne? Deswegen sind die so grün. Warum schon? Vorne war ich gerade, ne? War ich da gerade vorne?
Ja, oder? Welcome aboard, Captain. Ja, natürlich, da war ich gerade. Ja. Nicht verwirren lassen hier. Schön vorsichtig, nicht zu tief, sonst wird das Bötchen knack. Und dann ist es weg. Oh, oh. Oh, was war das? Oh, oh. Das war ein Bösewicht. Schnell weg hier. Gib Knallgas. Ein Bösewicht. Okay, ich muss eh nach Hause wegen das Futterchen. Wo ist denn zu Hause? Da sind die Sepper. Das ist mein Wald wieder. Ja, schön. Langsam. Aufploppen. An meiner Hühne schaden. Hallo. Gab es hier sonst noch irgendwas zu scannen? So mitten im Wald? Nee, ne? Sonst alles irgendwie wieder schön verteilt. Ich habe nichts gesagt. Fremdes Leitungssystem. Ist er da gerade rein? Okay, cool. Das ist eins der neuen Sachen, ha? Huh? Ach, du bist das. Jetzt kann man da gerade leuchtend raus? Was machen die denn da? Das sieht witzig aus. Was ist das? Ach, ein Hempel. Cool. Sehr interessant. Das heißt, dann hier in der Nähe ist wohl auch der Eingang zu diesem Artefakt-Gedingsbumse. Das ist neue Musik. Das klingt so neu. Caution. Oh. Dehydration detected. Ja, ich bin doch auf dem Weg, Mensch. Vorne ist ein Zepper, genau, die wohnen auch hier. Ich weiß, wo dein Haus ist. Ich weiß, wo dein Bett schläft. So. Zurück nach Russ. Bist du? Du bist Hülle. Ich brauche keine Hülle, ich brauche Antrieb. Antrieb, Antrieb, Antrieb. Oh, ich freue mich auf den Club. Der wird cool. Der wird hier inzwischen auch angegriffen, was ich... Natürlich, schade, dass es jetzt kein Immunitätsgerät mehr ist, womit man überall hingehen kann ohne Probleme, aber ja. Natürlich sehr viel realistischer so. Und man kann auch stealthen, wie ich gelesen habe, also wirklich im Ruhemodus. Irgendwo hinfahren, damit die Monster einen nicht entdecken. Was kommt da rein? Nee, ne? Oh, hallo. Lass meine Motte in Ruhe. Dankeschön. Ui. War ich hier schon? Wahrscheinlich schon. Aber. Ach, nerv mich. Würde ich hier mal eben reingucken wollen? Nur zur Sicherheit, aber ich glaube, das habe ich alles bereits schon. Du bist... Da ist das Bioreaktor. Nuklearabfallbehälter. Klingt interessant. Cool. Kann man also seinen nuklearen Müll entsorgen? Was war das? Metallschrott und Bioreaktor. Die tut es gerade im Auge pieken. Ich kann gerade meine Hände da nicht wegnehmen. Weil gefährliche Sonne. Okay. Sandhai-Ei. Okay. Ab nach Hause, ich hab's aus. Wo ist zu Hause? Zu Hause? Da bist du. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Nächste Folge gucken wir mal, dass wir... Konnten wir jetzt irgendwas bauen noch weiter? Warte mal. Momento. Ohne Momento. Baupläne. Wir haben den lustigen neuen Topf. Ja. Hatten wir sonst irgendwas gekriegt? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich muss eh Batterien aufladen, von daher... Scannerraum, genau, wir können einen Scannerraum bauen. Okay, ich würde sagen,
bis zum nächsten Mal und tschüssi.